und haben halt dadurch die Möglichkeit, dass wir einen kleinen Begleiter zeitweise hier haben. Wenn wir einen Todesritter in Unheiligs gelungen hätten, dann hätten wir einen dauerhaften Begleiter, den wir zwar nicht benennen können, aber wir hätten einen dauerhaften Begleiter. Und, ja, was haben wir noch? Pestilenz, das war hier zum Verbreiten von Krankheiten. Wer hätte es gedacht? Eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ja, Tordis würde da auch sofort einziehen. Was? Bei mir? Du willst bei mir einziehen? Ich... Nein. Nein. Nein, das geht doch nicht. Wo ist denn der Platz für mich? Nicht, weil du dick bist, sondern weil... Weil... Das Ding ist doch nur so klein. Und überleg mal, wie groß so ein Mammut ist. Ne? Also... Ja, genau. Ich meine auch, am Anfang musste man alle drei Lehrer besuchen, um Fähigkeiten zu bekommen. Genau. Meine ich doch, dass da irgendwie sowas war. Ich meine, ich habe zwar manchmal ein ziemlich schlechtes Kurzzeitgedächtnis, weil ich dann einfach unkonzentriert bin und ich weiß nicht was. Aber es gibt so Sachen, da denke ich dann schon so, da war doch irgendwas. Ne? Jetzt pull ich ja hier schon wieder alles. Ich sehe das schon. Ich werde gleich wieder sterben. Holen wir mal hier kurz unseren Freund. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob wir jetzt so viel mehr Überlebenschancen haben, wenn ich das jetzt hier so bei meinem Leben hier betrachte. Ist ja jetzt nicht so unglaublich, ne? Aber halt... Gleich werden wir die Bude rocken. Weil wir sind Todesritter. Wir machen alles tot. So. Der Ghoul hat hier auch schön hier den Deppen getankt. Ist nett von dir. Vielleicht sollte ich auch mal eine Frostpräsenz hier anmachen. Wenn wir schon sowas haben. Dann aber auch richtig, ne? So, und ständig suche ich hier im Moment meinen Kannibalismus vom Untoten, aber den haben wir ja hier gar nicht. Der Kannibalismus ist ja halt einfach mal Mangelware. So. Da ist auch der Hochinquisitor. Ey, die kämpfen immer noch. Never Ending Battle. Also, die können hier das spannendste Let's Battle aufnehmen ever. Let's Battle Scharlachrote Festung. Wow. So, ja. Nehmen wir mal, was wir hier kriegen können. Wir werden hier echt Level 60 sein, bevor wir hier irgendwo raus sind. Ich habe das Gefühl. So, weg ist sie. So, und dann warten, warten, warten. Und wir können runter, denke ich. Alter! So, jetzt habe ich gerade noch im richtigen Moment... Alter, wie schnell castest du das denn? Ey, das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht der Possibility. So schnell, wie der das hier macht. Ja, und dann die Walküre belebt mich außerhalb des... der... da. Gib es nicht. Das gib es einfach nicht. Ich komme hier schon noch weg. Irgendwann. Und wenn ich jetzt grinden muss, bis ich Level 62 habe, damit ich ihn töten kann. Es würde zwar extrem lange dauern. Aber nichts ist unmöglich. Ist da vielleicht irgendwer hier in der Nähe? Scheibenklar. Aber Scheibenklar will mir bestimmt nicht helfen. Gut. Ja gut, das stimmt natürlich. Erstmal einen solchen Stoß machen sollte.
Und dann den Todesstoß. Aber er ist hier ein bisschen angeschlagen. Vielleicht kriegen wir das hin. Alter, schieb's mir nicht hier weg. Ist doch nicht wahr. Alter. Es ist nicht wahr. So, jetzt hoffe ich, wenn ich jetzt da hingehe, dass er nach wie vor so wenig Leben hat, aber ich befürchte ja fast nicht. Ich habe da echt ein ganz mieses Gefühl bei der ganzen Sache. Nicht, dass meine Rüstung hier schon fast ganz kaputt ist. Ja, klasse. Wieso habe ich denn nicht... meine Sachen repariert. Bin ich völlig tappert? Wahrscheinlich. Gucken wir mal. Er ist auch fast am Ende. Wenn ich jetzt hier bin und mich erstmal heile. Solange er hier Dingens nicht tötet. Packe ich mir mal ganz kurz in eine Leiste. Bringt mir jetzt nicht so viel, es sind nur 585 Lebenspunkte. Was kann zur Not mein Leben retten. Ja, komm, komm, komm. Und er ist down. Gott sei Dank. Alter. Na gut, das ist halt sowas, weißt du, auf so einem Privatserver musst du halt manchmal gegen Bugs ankämpfen. Manchmal sind sie beschissener, als man denkt. Jetzt erstmal Käse essen. Ne? Wenn es mal wieder länger dauert, nicht ein Snickers, sondern erstmal Käse. So einen schönen Schablettenkäse. Wo bist du denn jetzt schon wieder, Kultierer? Kultierer? Okay. Ich habe ihm den Weg freigemacht und er konnte einfach dahin rennen. Wenigstens etwas. Normalerweise muss ich ihn halt hier so komplett bis nach da draußen hin verfolgen, aber hier hat das jetzt gereicht. Oder ist es einfach in meiner Erinnerung wieder anders, als es tatsächlich war. Gut. So, Leute, greift mal an hier. Das sind Menschen. Ihr mögt keine Menschen. Menschen sind scheiße. Tötet sie. Tötet sie alle. Bis auf den letzten. Das Pferd bleibt natürlich am Leben. Pferde sind ja auch... Oh. Hätte ich mal nichts gesagt. Dann wäre es noch am Leben. Gut. Ich habe das Pferd nicht getötet. Ich habe nur den Reiter getötet. Das Pferd ist aus Solidarität mit umgekippt. Ja, true story. Wir werden dieses Land verwüsten. So, ja. Wieder ein Kampf gebunden. Ach, ihr wisst, was ich meine. Hier gibt es auch eine schöne Saponit-Plattenrüstung. Damit wir uns ganz von unserem Zeug hier verabschieden hier. Fast. So, und jetzt kommt Schrei nach Rache. Gleich. Einmal hier anziehen und anziehen und anziehen. Ja, so sehen wir bisher aus. Die Schulterplatten hier gehen hier auch noch weg, ne, bei Zeiten und so. Und dann mal gucken. Wie so ein Tropengang, ja, mindestens. Nein, da muss ich nicht mit denen. Ich muss ja erstmal hier mit den Deppen reden, mit den Aufseher. Oder Ritterkommandant, Seuchenfaust. Das ist doch mal ein Name, du. Boah, ne? Also wirklich. So. Eine besondere Überraschung, die nächste Quest.
Lady Ionis sollen wir töten. Gekommen, um die Sache. Ah, nee. Gekommen, um die Sache zu Ende zu bringen, was? Ja, genau so sieht's aus. Ja, und jetzt redet sie nicht mal mehr. Ihr werdet mir in die Augen sehen, wenn. Nee, wirklich. Ja, nicht, wenn du nicht, wenn du hier zur Seite guckst. Nerenia? Nee, Nerania? Ich muss immer meinen eigenen Namen lernen. Nerania, das Gesicht würde ich überall wiedererkennen. Was? Was haben sie mit euch gemacht, Nerania? Na, na, was haben sie mit mir gemacht? Nerania, think back. Try, remember the majestic halls of Silvermoon City and much more text, which I can't read, because it's gone. It's gone forever. And I don't want to read this text, because it's too much. So. Finisher! Quest complete. Fidelity! So, hätten wir es auch geklärt, ne? Ja klar, bauchfrei. Blutelfen müssen bauchfrei rumrennen. Ja, also. Am besten oben ohne. Also, weiblich. Ne? Also. Kommt auf den Punkt. Also, ne? Nicht? Also. Es gibt noch viel nicht? Zu tun. Okay, ja, gut. Ja, das soll noch Minderjährige spielen. Ja, ist okay. So, also ab wieder in die Taverne hier. Nicht zum Besaufen, sondern um Akro zu ziehen. Um mich vom Pferd zu schubsen. Ja, komm rein hier, die gute Stube. Hier gibt's genug Besuch und Prügelerei für alle hier. So, und ich gehe zu meinem Köstler, der bestimmt auch nicht ins Geschehen eingreifen will. Und wir kriegen ein Siegel der dunklen Bruderschaft. Ja, wo ist denn das? Achso, ich bin ja hier im Kopf, kann ich eh nicht anders. Kämpft er hier durch den Boden hindurch. Das ist ein ehemaliger Counter-Strike-Spieler, der schießt hier halt nicht durch den Boden, sondern er schlägt durch den Boden. Das ist, ne? Man erkennt die Merkmale. Ja, also auch World of Warcraft zählt zu den MMORPGs mit dem Kampfbikini. Aber mit Nippelpanzerung haben sie jetzt nichts zu tun. Bis auf bei der Einrüstung, da würde man das fast denken. Aber auch nur fast. Aber es ist dennoch die ganze Brust bedeckt. Zum Glück. Obwohl, nee. Ach, egal. So, Parierwertung. Brauchen wir Parierwertung? Nein, wir haben jetzt schon oft die Idee, gilt. Wir machen Schaden. Endlosen, grauenhaften Schaden, der in den Keller geht, weil er so wenig ist. Ah, nur weil ich ihn spiele. Wieso gehe ich nicht auf mein Pferd? So, hier an der Wegkreuzung tun wir mal so, als wären wir im Baum. Wo haben wir es denn? Da. Die ordentliche Baumverkleidung. Na, also ihr habt bestimmt noch nie einen Baum von dieser Prächtigkeit gesehen. Da kommt dann so ein Kurier und denkt sich so, oh, boah, geil, Baum, oh, ich muss auf einmal auf Klo, oh. Bleibst du wohl hier? Das ist doch nicht wahr. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Stunden später, also Kurier hält manchmal nicht mehr aus als ein fetter Ritter in der Plattenrüstung. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht bieten. Und wir klauen eben seine Rüstung und wer ist Metal Gear Solid, würde jetzt nackt da liegen. Aber nein, es ist World of Warcraft, man sieht nicht, dass er irgendwas verloren hat. So, komm. Machen wir hier durch. Durch. Und durch. Und ups. Face Acro. Hast du überhaupt eine Leiste? Ja, du hast eine Leiste. Hab ich gerade nicht gesehen. Ja, komm. Komm. Essen fassen. Hm? Ja, das sind immer die scharlachroten Klosterritter hier, die so eine Blutelfe einfach an die Brüste fassen wollen, habe ich das Gefühl. Da oben habe ich hier so Instant-Face-Aggro. Ja, anders kann ich es mir nicht vorstellen. So.